Also, ich bin der Julian Seifert vom Neuen Tag. Das hier ist Sabine Doppler. Genau, das ist die Sabine. Wir fahren jetzt von Thaiseil nach Weiden runter auf den Fischerberg. Scheinbar ist es hochgefährlich. Es gibt da auch keinen Fahrradweg. Und wir nehmen das jetzt für euch auf. Was für uns vielleicht noch ganz gut, ganz wichtig ist, wir haben jetzt Mittwochabend, ne? Mittwoch? Mittwoch, 17 Uhr. Kurz vor 17 Uhr Berufsverkehr. So, also jetzt fahren wir gerade noch aus Thaiseil raus. So ungefähr nichts passiert. Ein Auto gesehen. Bisher alles gut, aber wir sind auch noch nicht auf der Staatsstraße. Als jemand, der das jetzt gerade das erste Mal runterfährt, gefühlt sind wir ein Problem für die Straße und ehrlich gesagt ist der Rest der Verkehrsteilnehmer ein bisschen ein Problem für uns. Ich weiß nicht, ob wir angeguckt worden sind oder die Gegenfahrbahn. Aber da hatten wir es ja auch schon davon. Wenn da ein Fahrradweg wäre, müssten wir uns dann anhören, ne? Ja, richtig. Es ist so. Wenn das ein bisschen breiter wären, wir hätten einen eigenen Bereich, gäbe es die Probleme nicht. Aber das Thema steht seit 20 Jahren im Raum.